Weiter geht's, weiter geht's. Ja, wir waren am Eval. Wir hatten ja hier, ich muss gerade mich selber wieder kurz einphasen nach der Pause. Unser Test 20 will ja jetzt hier, hat das Environment jetzt hier angelegt. Und wir evaluieren jetzt erstmal Hash and True. Debug, Scheme Eval kann das noch nicht. Also gehen wir da wieder rein, bringen wir es ihm bei. Ah, sorry, ja. Jetzt, Moment, jetzt muss ich das mal wieder klein machen, kurz. Ich muss es auch mal schließen, damit es endlich mal klein kommt. Und den machen wir mal weg. Jetzt hoffe ich, dass der jetzt kleiner kommt. Ne, der kommt noch größer. Aber das ist nicht so schlimm. Ich muss jetzt einmal schließen. Sichtbaren Schirmbereich. Ach, die dümmste Idee. Hoffentlich hört Apple zu. Mist. Ich kann sagen, Debugger, Debug View, All Instances, Do. Debugger de-extend 200 mal 200, nicht noch größer machen und dann ausführen. Und jetzt ist der klein, schließen und, nee, das war gar nicht, da hinten. Was? Nee, wo ist er denn? Ah doch, das war er schon. Da ist er, nein, ganz klein. Jetzt mache ich den mal zu. Jetzt müsste er sich eigentlich gemerkt haben, wie groß er vorher war. Ja, okay, das ist eine gute Größe. Das war, weil ich vorher auf dem größeren Schirm schon mal gearbeitet habe. Das würde vielleicht eine gute Größe sein. Hoffen wir mal, dass es jetzt tut. Schauen wir nochmal. Punkt. Ja, so passt's. Okay. Schließen. Das kommt auch weg. Das sind bloß Warnings, die gar nichts mit uns zu tun haben. Und jetzt machen wir hier weiter auf der linken Seite. So, passt so? Ja, okay. Gut, also nochmal, wir wollen in den Eval, Scheme Eval, wollen wir implementieren. Gehen wir dorthin in die Klasse und definieren das Evaluate In auf der Klassenseite, also Static-Methode wieder, Evaluate In. Brauchen wir hier, machen wir hier mal neue Kategorie, Evaluation und sagen, evaluate an object in environment und erstmal self halt. Weil die erste Frage, die wir eigentlich brauchen gleich, ist, es muss sowas wie ein Top-Environment wiedergeben, das persistent ist von einem Eval zum nächsten. Und deswegen würde ich hier sagen, wir bringen dem Environment bei, dass er auch sowas hat wie, ein Singleton oder vielleicht eine ausgezeichnete Instanz. Das wäre unser Standard-Environment. Das definieren wir hier auf der, im Scheme Environment und dann machen wir auf der, machen wir dann eine Initialisierungsmethode, Klasseninitialisierung und machen da eine Initialize Methode dazu und da sagen wir Standard Environment ist self new. Und in das Standard-Environment tun wir jetzt erstmal noch rein, vielleicht sowas wie add. Oh, ich habe schon wieder vergessen, mein Protokoll war schlecht, muss ich sagen. Das hat mir nicht gefallen mit dem bind-to. Das kann ich mir nicht merken. Ich hätte jetzt sowas wie add-put oder so als Smalltalker mir gedacht. Also bind und da sagen wir scheme symbol with characters. A, to und der Value, was machen wir da rein? Da tun wir jetzt auch mal wieder unsere, vielleicht eine Integer 10. Scheme Integer New Value Doppelpunkt 10. Vielleicht hätte ich da auch in Smalltalk ein schöneres Protokoll gemacht, dass man da nicht immer so viel schreiben muss. Und unter B legen wir vielleicht ab die 20. Dann haben wir immer zwei Spielvariablen. Halt, new with characters.
So, die rufen wir jetzt einmal auf und dann haben wir ein Standard-Environment, mit dem wir spielen können. Nachher muss ich nicht jedes Mal immer wieder diese Variablen. Also unter Symbol A haben wir jetzt die 10 und unter Symbol B haben wir die 20 da drin stehen. Gut, zurück zum Eval. Der war hier. Und das wollte ich genau hier verwenden eigentlich. Das Environment, das brauche ich jetzt hier nicht mehr, sondern sage einfach nur, achso, da brauche ich noch einen Getter dazu, sorry, nochmal zurück. Hier brauche ich einen Getter für, auf der Klassenseite brauche ich einen Getter für dieses Standard-Environment. Da lassen wir uns wieder einen generieren. Get-Methode, also hier gibt es jetzt eine Accessing-Methode, die mir das Standard-Environment zurückliefert. Und dann kann ich hier von außen immer sagen, Scheme-Environment, gib mir mal das Standard-Environment und das nehmen wir hier als Argument für den. Und wir könnten dem Evaluate vielleicht sogar noch beibringen, dass er immer, wenn das Argument fehlt hier hinten, dass er dann immer das Standard-Environment nimmt. Das machen wir auch gleich. Das heißt, ich definiere noch eine zweite Methode, die hat kein Environment-Argument und die sagt Return Self Evaluate Doppelpunkt des Object, was ja die Expression ist. Vielleicht nennen wir es Expression, das wäre besser Expr. Und sagen in Scheme Environment Standard Environment. So, dann brauche ich weniger schreiben, weil dann kann ich jetzt hier immer schreiben Scheme Eval Evaluate Object, dann kann ich mir das hier sparen und kann mir das hier sparen und dann werden meine Test Cases kürzer. Das kann ich mir aussparen. Und wir kommen dann, wenn ich den Test nochmal neu starte, landen wir wieder hier drin und ich, in dem Halt, machen wir das mal, neu starten, Resend. Jetzt sind wir hier wieder drin, Sie sehen, ich bin hier über das Evaluate gekommen. Evaluate sagt Evaluate in Standard Environment, dann komme ich hier rein und da habe ich mein Standard Environment an der Hand und jetzt evaluiere ich da drin. Einfach zum Schreibarbeit sparen, ist jetzt nichts Neues dazu gekommen. So, aber jetzt kommt unser klassischer Switch wieder. Also was kann das Objekt sein? Object ist Symbol, if true, dann müssen wir das Binding, self halt, also klassisches Vorgehen bei Smalltalk, die Zweige, die man noch nicht hat, einfach Holz reinmachen und nachher machen. Dann können wir sagen, Object is cons, if true. Wissen wir auch noch nicht, was wir da machen, self halt. Und ansonsten wissen wir, das ist weder ein cons noch ein Symbol, also ist so ein selbstevaluierendes, sowas wie true, false, nil und so weiter. Da sagen wir einfach return object. Das wäre der einfache Fall. Zu den Continuations kommen wir vielleicht sogar noch. Das ist Ihre Frage von vorher, die implementieren wir heute nicht mehr, aber vielleicht das nächste Mal. So, halt fortfahren war jetzt falsch, jetzt hätte ich eigentlich neu starten müssen. So, jetzt lassen wir es nochmal laufen. Oh, siehe da, es kam schon raus. Tatsächlich müssten wir sogar noch die Assertion weitermachen. Wir könnten sogar gleich sagen, das Resultat muss identisch sein mit dem Objekt, was wir reingegeben haben, weil es gibt nur ein True. Und in dem Fall können wir wirklich sagen, was da rauskommt, muss True sein. Funktioniert schon, also True evaluiert er. Und nachdem, also wir können es jetzt mal sicherheitshalber machen, aber eigentlich wissen wir ja schon, dass jetzt eigentlich alle Dinge funktionieren, die nicht Symbols und nicht Konse sind. Also wir können nochmal zur Sicherheit 1, 2, 3, 4, eine Zahl, da muss eine Scheme Integer rauskommen, Integer, und das Result Value muss sein 1, 2, 3, 4, testen wir es. Funktioniert auch. Gehen wir gleich zum nächsten Schritt. Evaluieren wir ein Symbol. Also wir lesen das Symbol A ein, lassen ihn es evaluieren. Und weil in unserem Standard-Environment ja die 10 drin steckt an der Stelle, muss da das Scheme Integer kommen und der Value muss 10 sein. Das ist jetzt vielleicht wieder kryptisch, dadurch, dass wir es hier in das Scheme Environment Initialisierung hier rein verpackt haben, ist das Wissen jetzt dummerweise natürlich da drüben. Vielleicht hole ich mir dann doch für diesen Test speziell hier ein eigenes Environment und sage, ich mache mal kurz ein Environment. Nur für diesen Test. Binde in diesem Environment, vielleicht machen wir es auch, damit wir sehen, dass es auch wirklich das nachher ist. Und ich erwarte dann, dass da die 999 wieder rauskommen. Und jetzt übergebe ich Ihnen als Environment das Env mit. New is not implemented in self ist natürlich hier falsch, das muss dann heißen Scheme Environment. Genau. So, Debug. Ja, jetzt haben wir hier einen Fehler. Wieso kommen wir jetzt eigentlich hier rein? Object ist ein Scheme Symbol, das darf gar nicht sein, da machen wir einen Breakpoint.
rein und lassen es den nochmal laufen. Das stimmt was nicht. Single Step, Evaluate, Object, E-Symbol, E-Scheme-Symbol. E-Symbol ist ja ein Smalltalk, dumm gelaufen. E-Scheme-Symbol. Weil es gibt sogar ein Is-Cons, ich kann es Ihnen zeigen, Implementierer, weil es gibt nämlich in Smalltalk eine Cons-Klasse, die man optional nachladen kann für andere Simulationen oder andere Interpreter. Und da sind wir jetzt gerade reingelaufen. Also ich muss jetzt schon dafür sorgen, dass ich unseren Krieg ist Scheme Cons abbrechen. Nochmal. Das ist wieder mein Breakpoint, den machen wir mal weg und lassen ihn weiterlaufen. Weil wir müssen, ich habe eigentlich erwartet, dass wir hier in den Halt reinlaufen. Klar, jetzt sind wir in dem Halt, ist Scheme Symbol. Ja, ach so, das muss ich vielleicht noch sagen, in manchen Programmiersprachen, zum Beispiel in C, Java und so weiter, ist das Semikolon ein Statement Terminator. In Smalltalk ist es ein Statement Separator. Das heißt, wenn in dem Block nichts mehr dahinter kommt, kann ich es weglassen. Ist optional, weil ein leeres Statement gilt auch. Also das wäre dann ein Separator und dahinter ist ein leeres Statement. Das ist syntaktisch okay. Aber der letzte kann ich deswegen weglassen. Hier hinten ja genauso, da brauche ich auch keinen mehr. Wohingegen in C oder Java muss natürlich immer ein Semikolon hinten kommen, richtig. Also insofern sind die beiden gleich, ist jetzt vielleicht verwirrend, nicht wirklich, jetzt habe ich es ja erklärt. So, also was wollen wir hier machen bei Scheme Symbol? Da sagen wir einfach Return Environment Value 4, genau, er hat recht, Value 4 Object. Und schauen wir mal, ob das auch stimmt, was käme da? Da kommt unsere 199 Inspect, da kommt unser Scheme Integer mit 999 raus. Wunderbar, das ist schon mal der erste Fall. Übernehmen wir, abbrechen, neu starten, unser Test tut prima, wir sind fast durch. Jetzt brauchen wir bloß noch die Listen. Jetzt kommt das Kritische. Naja, also, jetzt müssen wir natürlich die ganzen Primitiven implementieren. Also read from, wir lesen ein plus 1 und 2 und wenn wir das dem Evaluator zu fressen geben, dann erwarten wir, sagen wir mal im Standard-Environment, ach nee, wir können jetzt mal im Standard, machen wir nochmal das A und erwarten im Standard-Environment mal die 10. Tut es? Ja, das tut. Dann lassen wir ihn mal ausrechnen und jetzt geht es natürlich los. Wir lassen ihn evaluieren, plus 1, 2. Und wir erwarten, dass eine 3 rauskommt. So, und jetzt läuft er natürlich voll in die nächste Falle, also hier Scheme Cons, Halt haben wir noch nicht implementiert und dann sagen wir hier mal vielleicht Return Self Evaluate List. Evaluate. Na, noch falscher. Evaluate List. Und zwar List Object. Und gibt es noch nicht? Klar. Recent, lass mal reinlaufen, lass mal definieren. So, jetzt sind wir in Evaluate List. Und in Evaluate List müssen wir jetzt wieder eigentlich sagen, wie schon gehabt, und da können wir jetzt auch wieder uns überlegen, machen wir die Indirektion, Sie erinnern sich, oder machen wir die Indirektion nicht? Also die Indirektion bedeutet, sollen wir jetzt gleich wieder gucken, ob, machen wir da mal L draus, dann muss ich nachher nicht so viel tippen, sorry. L ist cons, ne, das ist klar, aber LK ist ja jetzt eigentlich, Moment, ich mache mal hier ein Resend. Na, das ging jetzt nicht mehr, war schon der Stack aufgeräumt. Ne, das war jetzt wirklich falsch, weil ich habe da kein Halt mehr drin. Hier brauche ich jetzt übrigens, hier an der Stelle brauche ich jetzt den Punkt, weil sonst ist es die Self-Message an das, was da rauskommt. Insofern braucht er das. So, und jetzt machen wir es nochmal, um zu zeigen. Debug. So, jetzt könnte ich hier an der Stelle, ich war ja gerade bei der Frage, ob ich jetzt hier LK ist natürlich das Plus und L, die Liste, ist unser Scheme Const, der noch nicht genau weiß, wie er sich richtig vernünftig printet. Dem bringen wir das vielleicht mal bei, damit wir hier besser debuggen können. Also ich mache hier mal einen Print, Scheme Const, neu Printing. Und jetzt sind wir ja eigentlich im Smalltalk Print, das ich jetzt definiere. Also ich definiere das Print on a Stream. Aber ich würde gern, dass der sich wie ein Scheme-Objekt printet. Da rufe ich jetzt einfach den Scheme-Printer auf und sage dem Scheme-Printer, print bitte schön self, mich selber, on den Stream. Und wenn wir das so machen, dann kann ich jetzt hier lprintit sagen
und kriege quasi die Scheme-Repräsentation dann wieder raus. Das heißt, unser das Smalltalk-Print-On springt jetzt wieder in unser Scheme-Printer rein und das kommt dann jetzt hier raus. Das heißt, ich kriege jetzt hier immer eine schöne Output raus. Und brauche das Print nicht nochmal redefinieren auf der Smalltalk-Ebene. Das ist übrigens auch spannend, wenn Sie dann Ihren eigenen Interpreter implementieren, macht es durchaus Sinn, wenn Sie auch von diesen Low-Level-Debugging-Routinen immer wieder in irgendwelche Scheme-Routinen reinspringen, zum Beispiel in die Print-Routine, dann kriegen Sie schönere Outputs raus. Sonst müssen Sie alles immer zweimal implementieren. Und wenn Sie das Ganze sogar noch so machen, dass Sie sich rekursiv aufrufen können zum Printen, dann können Sie auf der Lisp-Ebene sogar das Print redefinieren und da schöne Pretty Prints und so Zeugs machen und dann trotzdem von Ihrer Low-Level-VM dann da drin landen. Ist manchmal ein bisschen trickig, weil Sie aufpassen müssen mit der Rekursion und so weiter, dass Sie dann die Ebenen vermischen, aber das macht durchaus Sinn. So, also wir haben jetzt hier das Ding und ich würde gerne das Gleiche machen, was wir in Lisp am Schluss gemacht haben. Ich würde gerne erstmal den Funktionsslot, also den Char von dieser Liste evaluieren und dann gucken, was da drin steht. Das heißt, ich würde mich gerne rekursiv aufrufen. Also ich würde sagen fn. Fn ist self-evaluate. Da haben wir einen Fehler gemacht. Stopp, bevor ich weitermache, übernehme ich das mal kurz, obwohl es fehlerhaft ist. Ich gehe mal kurz hier rein. Das evaluate-List muss natürlich das Environment auch haben als Argument. Das habe ich vergessen. Macht keinen Sinn hier. Fortfahren und dann muss ich hier das evaluate-List auch umbenennen. Dann muss ich hier das da definieren. Das machen wir hier drin. Fortfahren. Warum kommt der jetzt wieder hoch? Und dann starten wir hier einfach dieses Ding nochmal von vorne. Weil das Environment hat mir hier gefehlt, das hätte ich hier gebraucht. So, also ich sage zunächst einmal, ich evaluiere die Funktion, indem ich mich rekursiv aufrufe, den eval auf, also den eval auf den LK, auf den ersten Slot, was ja unser Plus ist hier an der Stelle, Plus. Und ich evaluiere das auch in dem Environment. Da kommt jetzt natürlich nichts raus, weil wir haben da nichts drin in unserem Environment unter dem Symbol Plus. Deswegen tun wir da wieder diese symbolischen Tokens rein, die wir brauchen. Oder wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen, das zeige ich vielleicht mal an der Stelle. Ich definiere hier einfach ein Scheme-Objekt, kein Singleton, sondern ein normales, und nenne das mal Scheme Built-in Function. Function. Und diese Scheme Built-in Function, das machen wir es gleich schön, diese Scheme Built-in Function, die kreiere ich und lege die ab in dem Top-Environment. Also ich lege schon Objekte an, die auch Scheme-Objekte sind, und die haben vielleicht als eine Operation hier drin, als Instanzvariable. Machen wir da mal gleich einen Setter drauf. Okay, Setter, Set-Methode und vielleicht auch ein Getter brauche ich eigentlich tatsächlich auch, Get-Methode. So, jetzt habe ich hier Operation und Operation-Doppelpunkt. Und dann machen wir vielleicht noch eine Testmethode, das kann man hier generieren Is-Test-Typprüfung. Und von wem erbe ich denn da? Is-Scheme-Build-in-Function und in welcher Superklasse? In Scheme-Object. So, jetzt hat er hier einen, der True liefert und in Scheme-Object haben wir einen, der False liefert. Ist Scheme Built in Function. Und wir sorgen dafür, dass in unserem initialen Environment, in diesem Standard-Environment, das wir hier machen, dass wir da unter Plus, Minus, Mal und so unseren ganzen Dingern dann entsprechende Bindings drin haben. Also ich sage Standard-Environment, Bind, Scheme-Symbol Plus, da binden wir jetzt mal eine Scheme Built in Function. Built-in-Function, new, und die hat eine Operation. Und in Smalltalk könnte ich jetzt zum Beispiel hier gleich sagen, hier kommen die Args mit und ich mache dann was damit. Also ich könnte hier in Smalltalk gleich ein Lambda da dran binden und hier letztendlich dann sagen, was er tun soll, wenn das Ding aufgerufen wird. Jetzt
tun wir das vielleicht nicht, weil sie das in C nachher nicht haben. In Java kriegen sie das auch so nicht so leicht hin. Wir können hier einfach zum Beispiel den Namen nochmal hin und können hier sowas reinmachen wie built-in plus. Vielleicht mit einem Sternchen drumherum. Sternchen. Dieses Ding hier in Smalltalk ist das gleiche wie in, ja, wie in Lisp ein Symbol. Damit kann ich sagen, ich will hier keinen String, sondern ich will hier ein Symbol haben, wie ein Scheme-Symbol. Die gibt es hier auch in Smalltalk. Und indem ich da so ein Hash davor mache, tut der Smalltalk-Reader dafür sorgen, dass hier an der Stelle ein Objekt reinkommt, ähnlich wie unser Scheme-Symbol, das wirklich eindeutig ist. Also wenn ich jetzt hier das inspekte, das heißt sogar interessanterweise Symbol. Also dem kann ich dann nämlich sagen, self, bist du gleich identisch zu einem neuen Symbol, das ich jetzt einlesen würde mit den gleichen Characters, und dann sagt er mir auch true. Also es ist der gleiche Mechanismus wie in Scheme. Tatsächlich hat Smalltalk viel gemein mit Scheme auf dieser internen Ebene. Und jetzt sage ich einfach, okay, ich binde an das Symbol plus und meine Built-in-Function, und an das Symbol minus machen wir das auch noch, Built-in minus. Okay, ja. Oh, sorry. Machen wir. Okay, da fehlt noch ein Punkt. Da fehlt auch noch ein Punkt. Und da fehlt noch eine missing Klammer. Ach ja, die kehrt da hin und da unten dann auch. Ja, jetzt kommt es auch wieder schön formatiert raus. Initialisieren es nochmal, damit wir in unser Standard-Environment, jetzt gucken wir nochmal rein. Jetzt sehen Sie hier die Bindings, und da habe ich jetzt unter dem Symbol plus, habe ich jetzt diese Built-in-Function. Wenn man da reinguckt, die hat eine Operation und da steht jetzt Building Plus. Also ich habe eigentlich bloß ein Token da unter abgelegt. Eigentlich, das kann doch nichts. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit in unserem Scheme Eval oben, gehen wir zurück in den Eval, habe ich den noch am Debugger? Nee, den habe ich, glaube ich, geschlossen vorhin. Und die zwei, die kommen eigentlich jetzt hier rüber. Kurz aufräumen. Und den brauchen wir nicht mehr. Der fliegt raus. So, hier in unserem Scheme Eval List, da mache ich jetzt nochmal den Halt wieder rein. Den habe ich schon. Und gehe nochmal wieder in unseren Testfall. Tests, lass den laufen. Und jetzt kommt unter FN, weil ich es ja evaluieren konnte, jetzt habe ich plus evaluiert, also nochmal LK. LK war unser Symbol plus, das habe ich evaluiert, aber im Environment ist ja unter plus was gebunden. Was kam da jetzt zurück? Jetzt kommt zurück meine Scheme Built-in Function. Und jetzt brauche ich nur reingucken. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, fn is scheme built-in function, das haben wir ja schon, if true, was true ist in dem Fall, also is built-in function, kommt true zurück. Und jetzt muss ich mich hier drum kümmern, dass ich sage, eigentlich brauche ich jetzt einen Switch mit der Operation. Also machen wir es aber mal von Hand. Operation equals, was wäre das gerade im Moment? Das wäre gerade... Wenn es das ist, und da kann ich jetzt mit gleich prüfen, weil es ein Symbol ist, if true, und da kommt jetzt self-halt, noch nicht implementiert, müssen wir mal weiter schauen, was wir damit machen. So, jetzt, und dann machen wir hier wieder einen Halt, wenn eine kommt, die wir noch nicht kennen, self-halt, und hier unten sowieso, wenn es keine Built-in-Function ist. Also, resend, nochmal von vorne, jetzt landen wir hier im Halt. Und jetzt müssen wir uns hier überlegen, was wir damit machen. Nun, für alle Built-in-Functions gilt ja, dass wir zunächst mal die Argumente evaluieren müssen. Das heißt, wir sammeln jetzt mal die evaluierten Argumente hier auf. Evaluated Args. Und hier in Smalltalk würde ich jetzt sagen, wir machen das einfach so, dass wir das mal zunächst mal auf eine, in Smalltalk ist das was eine Array-List ist, heißt hier Ordered Collection. Eigentlich kann ich ja sagen OCN. Nee, kann ich nicht. Jetzt habe ich irgendeine Taste gedrückt. So, das muss doch gehen. Ja, Ordered Collection New, da gibt es so ein Snippet, wo man kurz Abkürzungen eintippen kann. Ordered Collection New, eine Ordered Collection entspricht einer Java Array List, das heißt, die kann wachsen. Es gibt in Smalltalk auch ein Array, der möchte ungern wachsen. Er kann wachsen, aber das ist sehr teuer in Smalltalk, aber nur zur Not. Die Ordered Collection ist einfach eine Collection, die quasi einen großen Puffer anlegt und einen Start- und einen Ende-Index, und da kann man schnell hinten ranmachen. Und wenn er hinten anschlägt, verdoppelt er seine Size, sodass man da schnell mit Log n
Order-Login-Kosten hinten dran hängen kann, weil er immer verdoppelt. So, also wenn ich Ordered Collection New sage, kann man mal hier schauen, Inspect, da habe ich schon einen mit einem Contents Array, der hat schon mal 10 Plätze vorallokiert und er sagt, First Index ist 1 und Last Index und dann kann er da schnell anhängen, indem er einfach was reinschreibt, Index erhöht und so weiter. Das gibt es in jeder Programmiersprache, also das haben sie auch. Das sind dann variable Collections im Gegensatz zu einem Array, der das nicht so gern kann, der das eigentlich gar nicht kann. Wobei der Array kann das auch, aber der macht dann einen neuen Array, sucht das ganze Memory und ersetzt alle Referenzen auf sich selber, auf das andere. Das ist relativ teuer, klar. Aber er macht's. Er sagt dann, er gibt eine Warnung sogar aus am Standard auf, wo er sagt, teure Array-Operation, willst du das vielleicht anders machen, aber er tut's mal, freundlicherweise. Oder unfreundlicherweise, weiß ich jetzt nicht. So, aber auf jeden Fall, was machen wir mit den Evaluated Args? Wir gehen jetzt über die Liste durch und sagen, solange die Liste noch einen Cutter hat, L-Cutter ist Scheme False, ist Scheme Nil, sorry, solange das False liefert, while False, tun wir einfach in das Evaluated Args Gesundheit, gehen wir eins weiter, Moment mal, wir können eigentlich Folgendes machen, wir können hier gleich sagen Rest Args und die holen wir uns mal raus, dann machen wir hier Car und Rest Args. Rest args ist L-Cutter, also L-Cutter, wir sind ja dann quasi hier in dem Fall 1, 2, später wenn da AB drin steht, wäre da AB noch gestanden, also es ist noch nicht evaluiert und dann sagen wir Rest args ist Scheme Nil while False, dann sagen wir Evaluated args add und da rufen wir jetzt den Evaluator, ich mache es mal vielleicht anders, damit wir es nachher besser tracen können, sagen wir hier Evaluated Arg, ich tue es mal auseinander machen, Evaluated Arg ist Self-Evaluate, Copy, Self-Evaluate, das erste Rest Arg, also Rest Args Car, ja, größer, Rest Args Car in dem Environment, dann haben wir es evaluiert. Und, nee, das wollte ich eigentlich hier hoch, genau das war der Grund. Das wollte ich eigentlich hier haben, damit wir nachher beim Single-Steppen da reingucken können. Und dann sagen wir add das Evaluated Arg. Und das machen wir, solange Rest Args, Doppelpunkt gleich Rest Args, Cutter. Und jetzt sind wir durch. Und wenn wir das jetzt alles haben, ja, das kann ich mal akzeptieren und nochmal neu senden, nochmal probieren, wie es aussieht. Jetzt müsste man eigentlich die Rest-Args, die evaluierten Argumente hier drin haben. Tatsächlich, jetzt haben wir eine Ordered Collection, da ist 1 und 2 drin. Da sehen wir jetzt keinen Unterschied, weil 1 zu sich selber evaluiert und 2 auch. Aber später machen wir das ja mit A und B. Dann müssten wir hier schon die Values haben. Okay, und jetzt können wir nach dem Built-in Plus, jetzt können wir eigentlich hier an der Stelle auf die Rest-Args losgehen, auf die Evaluated-Args losgehen. Und da können wir natürlich hier in Smalltalk ganz komfortabel sagen, Return Scheme, tatsächlich, ja, Scheme Integer ist vielleicht ein bisschen, wissen wir, wir wissen, dass das immer Integer sind bisher, weil wir noch keine Floats haben. Aber wenn nicht, dann müssten wir eigentlich hier erstmal ein Numeric Result, num, Doppelpunkt gleich, was habe ich gehabt? Evaluated Args, Sum. Args, das wäre die Summe von allen. Scheme Integer, das nicht understand, plus, dumm gelaufen, eigentlich hätte ich einen Sum. Also muss ich es anders machen. Ich könnte zunächst mal sagen, ich sammle alle Values zusammen, each Scheme Integer und sage Scheme Integer Value. Dann habe ich alle Values zusammengesammelt und habe eine Collection von Values jetzt. Das sind jetzt wirklich Smalltalk Integers. Und dann kann ich die zusammen addieren, indem ich dem dann der Collection sage Sum. Und dann kriege ich eine Smalltalk-Integer mit dem Resultat. Und dann muss ich dieses Numeric, den Numeric-Value wieder konvertieren. Numeric-Value, so wollte ich das genau nennen, ist dann eine Scheme-Integer, New-Value, Doppelpunkt Numeric-Value.
Und dann liefere ich nicht, mache eine Zuweisung, sondern ich liefere das zurück. So. Das wäre mein Return-Wert. Jetzt ist hier ein bisschen, weil wir hier selber in einer High-Level-Sprache sind, ist natürlich manchmal ein bisschen verwirrend, bin ich jetzt eine Scheme-Integer oder ist eine Smalltalk-Integer? Aber Sie haben das gleiche Problem später, wenn Sie es in C implementieren oder auch in Java. Sind Sie eine Native-Integer oder ist das jetzt schon eine Scheme-Integer? Das Boxing. Also ich muss hier natürlich, was ich hier oben mache, ist Unboxing, auf gut Deutsch. Und dann addiere ich die Dinger zusammen, Unbox, das macht mir meinen Sum. Und dann nachher mache ich hier wieder ein Boxing. Wenn ich jetzt in der Sprache bin mit Reflection wie in Smalltalk, wo Integers gar nicht geboxt werden müssen, und ich will einen Scheme-Interpreter implementieren, könnte ich natürlich auch gleich die Smalltalk-Integers verwenden, könnte mir den ganzen Scheme-Integer sparen. Und statt is-Scheme-Integer sage ich is-Integer, dann operiere ich direkt auf Smalltalk-Objekten. Habe ich absichtlich nicht gemacht, damit die Struktur die gleiche ist, weil wir werden nachher, wenn wir es in C machen, werden wir die ganzen Objekte werden wir auf Records, also auf Struct-Datentyp abbilden. Und statt der Klasseninformation werden wir oben einen Tag reinmachen, dass man dann sehen kann, was es ist, auf was ich pointe. Und dann müssen wir auch boxen und unboxen. Es gibt aber noch eine Optimierung für das Boxen, auf die werde ich noch kommen, später dann. Und wie die Sprache habt ihr auch weiter kommen kann, kann ich auch direkt das überladen, das ist mir auch egal. Könnte ich auch machen, das ist richtig, ja. Also tatsächlich könnte ich jetzt auch in Smalltalk dem Scheme-Integer beibringen, könnte ich jetzt hier auch sagen, Arithmetic und könnte sagen, plus anything, anything und könnte sagen return self, sagen wir mal as integer plus anything as integer und dann am Schluss muss ich das wieder boxen und könnte sagen return scheme integer new value Doppelpunkt anything as integer. Als Beispiel, value, ja, und s-integer kann er im Moment noch nicht, das hat er rausgekriegt, aber das müssen wir ihm gleich auch noch beibringen, dann machen wir hier noch s-integer und dann sagen wir return value. Und das Nette ist dann, jetzt kann ich natürlich alles Mögliche sogar mischen, jetzt kann, weil s-integer verstehen die ganzen Smalltalk-Floats und alle möglichen auch, die ganze Numerik-Tree versteht es. Also ich kann jetzt eigentlich sagen, Scheme Integer New Value Doppelpunkt 100 plus 150 Smalltalk und dann kommt wieder raus ein Fehler. Bla, ja, abbrechen, halt, das könnte ich eigentlich gleich hier fixen können. Das war hier in blablabla, Evaluate, bla. Ach so, ach, das war hier schon, okay, im Interpreter. Ich dachte, ich hätte es in der Methode drin gehabt. Und dann kommt da meine 250 raus und schauen wir nochmal, ob das auch wirklich jetzt eine Scheme-Integer ist. Ist eine Scheme-Integer, also das hätte er jetzt auch gleich geboxt. Das ist richtig, aber ich habe, wie gesagt, das alles nicht gemacht. Ich verwende diese ganzen Features von den Objektsprachen gar nicht, damit sie nachher, wie gesagt, bei der Portierung auf eine Low-Level-Sprache nicht komplett einen Bruch haben. Ich würde es Ihnen auch empfehlen, wenn Sie das selber machen, machen Sie es erstmal, vielleicht auch in einer höheren Programmiersprache, aber verwenden diese Sachen gar nicht erst, wenn Sie vorhaben, später nochmal das Lower Level zu machen. Also in C oder in Assembler oder irgend sowas. Na, Assembler würde ich jetzt vielleicht nicht empfehlen. C oder C++ oder sowas, ja. Was ist jetzt Boxing? Habe ich jetzt erst so verstanden von Ihnen, dass ich irgendwelche Variablen ach so, nee, sorry, Boxing ist eigentlich im Prinzip, wenn man Native-Typen hat, zum Beispiel in Java haben sie ja den Native-Typ Int oder Float oder auch was anderes und im Prinzip packen sie das jetzt nochmal in ein Objekt rein, was wirklich ein Objekt ist, was vielleicht auch Inheritance kann und alle möglichen anderen Dinge, wo sie Messages schicken können und dieses Ding hält das nur. Das nennt man eigentlich Boxing. Und eigentlich kommt der Begriff von den ganzen Sprachen wie Java und C-Sharp und sowas, die eigentlich Native-Typen haben, plus Objekttypen, weil das gibt ja immer einen Bruch. Sie können ja in Java nicht sagen, 1.isIntegr und schon gar nicht dem 1.isIntegr beibringen, weil die 1 ist ein Native-Typ, das ist so ein Built-in-Typ, der eigentlich gar kein Objekt ist in dem Sinne, sondern das ist so ein eigentlich was ganz Low-Levels. Und um das jetzt zum Beispiel in einen Container reinzubringen, angenommen, ich will jetzt einen Container bauen, wo Floats und Integers und so weiter sind, dann boxe ich die in einen Number
in ein Number-Ding, also ein Objekt, was zum Beispiel Number ist und was dann wieder, dann gibt es ein Integer-Box oder Int-Number und eine Float-Number, die aber das gleiche Protokoll sprechen und der hält sich dann die Int intern, der hält sich die Float und dann kann ich die Numbers alle in ein Array reintun, als Beispiel. Ja, das nennt man Boxing und Unboxing. Und weil das so lästig ist, deswegen gibt es inzwischen Auto-Boxing, dass der Compiler das schon erkennt, was ich eigentlich machen will und macht das für mich. Aber eigentlich intern muss ich immer so ein Ding kreieren, eigentlich steckt da new dahinter, allocate, dann kommt da die Integer rein und dann kriege ich das zurück, wenn ich mit Number arbeite in Flow, in Java oder in C-Sharp. Da habe ich immer so eine Mutterklasse, wo ich dann sozusagen sage, das sind jetzt genau Merits. Ja, genau. Genau, die heiden mir den Fakt oder die Tatsache, dass die Dinger eigentlich gar keine Objekte sind und dass die keine Inheritance haben, dass die überhaupt eigentlich so, wie soll man denn das sagen, so für dumme Lumps, dumme Dinger sind, die nichts wissen, die auch keine, die kann man auch nicht fragen, bist du eine Integer oder sowas, weil die ja nur wirklich nur 32-Bit Maschinenwort sind oder 64 oder was immer. Wohingegen so ein Objekt, da kommen wir aber in der Stunde 6 oder so dazu, so ein Objekt hat immer einen Header auf irgendeine Art und Weise, da kommen wir auch drauf zurück, wie er das macht, aber hat immer einen Header, wo die Klasse irgendwie die Class-Info rauszukriegen ist. Also das kann man V-Table nennen oder das kann man auch dann Objekt-Header nennen oder sowas. Da stehen meistens drin ein Pointer auf irgendeine Klasseninformationsstruktur. Hier in Smalltalk ist es natürlich der Pointer auf das Klassenobjekt, was seinerseits wieder genauso aufgebaut ist. Und vielleicht die Size bei einem Array, wie viele Slots hat er, wie viele wurden allokiert. Und möglicherweise sind da auch noch, das sehen wir dann bei Garbage Collection, zusätzliche Bits, die das Garbage Collection unterstützen. Zum Beispiel ist noch erreichbar oder von wem wird es erreicht oder und solche Schichten oder ist schon getraced, kommen wir noch auf Details. Und das sind dann richtige Objekte und die Reflection funktioniert natürlich so, dass er sagt, wenn du das Ding fragst, was bist du, dass er über diesen Class-Slot dann weitergeht und dieses Ding, was immer das ist, fragt, was steckt da dahinter. Ich kann es gleich mal zeigen. Wohingegen die das gar nicht haben. Das ist einfach nur ein nacktes Wort, 32-Bit und da gibt es die ganze Geschichte nicht. Ja. Vielleicht bei der Gelegenheit dann doch nochmal ein kleiner Hint, falls Sie in C oder in die Richtung arbeiten. Auch das Smalltalk hat natürlich das Problem, oder Sie können sich überlegen, wie jetzt die Integer-Arithmetik inperformant ist, wenn ich für jede Addition gleich wieder so ein Ding anlege, um da eine Zahl abzulegen, da innen drin. Also wenn ich jetzt auf dieser Number-Ebene zum Beispiel jetzt eine mächtig große Additionsorgie loslege über ein Array mit einer Million Elementen drin und für jede Addition allokiert er wieder so ein Ding, tut da das Resultat rein, schmeißt es wieder weg und so weiter. Der Garbage Collector müsste das ja dann die ganze Zeit aufräumen. Auch bei unseren Scheme-Integers wird das nachher passieren und das ist ein Bottleneck. Also in der realen Applikation will das eigentlich nicht, dass ich für eine Addition da jeweils den Speicher allocaten muss, den ich nachher gleich wieder wegschmeiße womöglich oder auch wieder loswerden muss. Und dazu gibt es einen Trick, man kann nämlich sagen, ach, ich verzichte darauf, dass die Jungs 32-Bit-Integer haben. Ich gebe denen bloß 31-Bit, weil damit komme ich aus. Ja, also du kriegst quasi nicht den ganzen Wertebereich. Und er sagt, meine Integers, da schneide ich mir das unterste Bit ab. Und wenn ich mir nämlich die Pointers angucke, zum Beispiel so ein Objektpointer, dann sind es ja immer mehr als ein Byte. Tatsächlich sind es effektiv minimal immer 4 Bytes, weil so ein Pointer ist ja 32-Bit. Ja, wenn ich das im Speicher ablege, brauche ich ein bisschen Platz. Wenn ich das im Speicher ablege, nehmen wir mal meine Bytes, byte-adressierten Speicher 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Wenn ich da jetzt mir die Integers angucke, dann sehe ich ja, dass das da immer gleich 4 Bytes braucht und dann käme da das nächste. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder flach lege, dann sehe ich meine Integers 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, der hat die Adresse 0, der hat die Adresse 4, der hätte dann 8 und so weiter. Das heißt, es geht immer in 4er Schritten hoch, wenn sie aligniert sind, also wenn sie immer auf ihren aligniert heißt, sie fangen immer auf der auf Multiplen von ihrer Size an. Also ich mache keine Integer, die jetzt irgendwie hier so geht und da 3 Bytes braucht und da wieder 1. Das wäre jetzt nicht aligniert. Ne? Also wenn ich immer alignierte Worte anlege, dann sind es immer Vielfache, die Adressen. Und wenn man sich die Adressen anguckt, dann sieht man, dass die hier hinten immer 2 Nullen haben. Das heißt, für die Pointer brauche ich diese Adressen, den ganzen Adressbereich gar nicht. Für Pointer kann ich sagen, auch theoretisch könnte ich auch mit 30-Bit-Pointer, ich muss bloß dafür sorgen, wenn ich darauf zugreife nachher, dass da wieder Nullen drin stehen. Und jetzt könnte ich vielleicht Folgendes machen, jetzt könnte ich sagen, okay, ich sage,
Ich weiß ja, dass meine Pointer hier immer eine 0 haben. Und jetzt reserviere, sage ich, meine Integers speichere ich so ab, dass da immer eine 1 drin steckt. Und ich nehme die restlichen 31 Bit als Wert. Ich kann dann nicht mehr die vollen 32-Bit-Zahlenraum darstellen, sondern nur noch 31-Bit. Aber ich kann unterscheiden, ob etwas eine Integer ist oder ob etwas ein Pointer auf ein Objekt ist. Auf die Art und Weise. Das heißt, ich allokiere alle meine Objekte aligniert und ich tue alle meine Integer so darstellen. Und dann brauche ich kein Boxing und Unboxing mehr. Wenn ich jetzt zwei Integers addieren will, dann prüfe ich erst einmal, haben die beiden das Bit unten gesetzt, dann weiß ich, sind beide Small Integers, so nennt man es hier, also kleine Integers. Dann addiere ich die zusammen und subtrahiere nachher wieder eins weg, weil ich habe ja eins zu viel drauf. Weil die Eins, die geht ja dann ins Carry rein. Es gibt noch eine andere Alternative in C, die ist noch trickier. Da spart man sich das dann, man nimmt nämlich 0 als Tag. Das nennt man Tag übrigens, das ist vielleicht ein Wort, was Sie sich merken müssen. Aber wir kommen nochmal im Detail dazu, ich schiebe es jetzt bloß ein, weil es gerade passt. Man nimmt 0 für die Integers, dann spart man sich das nämlich. Dann kann man sagen, Addition brauche ich nichts machen, Subtraktion brauche ich nichts machen, bloß bei einer Multiplikation muss ich nachher wieder durch 2 dividieren. Weil die sind ja, der Wert ist ja dann, der ist ja dann multipliziert mit 2. Wenn ich multipliziere, muss ich wieder 1 nach rechts shiften, damit es wieder stimmt. Sie können es sich mal zu Hause aufmalen. Also, ja, ich kann es auch kurz machen. Angenommen, die Zahl 2 mal 3, die ja binär sind, 0, 0, 0 und dann 1, 0 wäre die 2 und die 3 wäre 0, 0, 0, 0, 0 und hinten 2 Einsen. Und wenn Sie das jetzt auf diese Art darstellen, dann haben Sie ja in Wirklichkeit hier 0, 0, 1, 0, 0. Und hier haben Sie 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Und wenn Sie das jetzt wieder binär anschauen, dann ist das ja effektiv eine 4, das ist effektiv eine 6. Jetzt multiplizieren Sie das, dann kommt 24 raus. 2 mal 3 gibt aber 6. Woran liegt das? Weil Sie effektiv die Zahl mal 2, die Zahl mal 2, dann haben Sie mal 4. Und dann müssen Sie einmal wieder runter, damit Sie, sorry, Entschuldigung. Pardon. Das Resultat dieser Multiplikation hat dann hier hinten die 2 Nullen von der Multiplikation natürlich, klar. Und dann müssen Sie es wieder um 1 nach rechts shiften, damit wieder die 12 rauskommt. Und die 12 wäre dann wieder die richtige Repräsentation von unserem Resultat 6. So, das heißt, wenn Sie also eine 0 nehmen, dann können Sie addieren, subtrahieren, bit-end, bit-or und solche Dinge können Sie alle relativ transparent machen. Alles natürlich in dem eingeschränkteren Zahlenbereich. Bloß bei der Multiplikation müssen Sie dann am Schluss nochmal einen Shift machen und bei der Division müssen Sie aufpassen. Aber ansonsten passiert da nichts. Das Problem ist, jetzt müssen Sie aber, weil Sie hier den Nuller-Tag verwendet haben, müssen Sie für die Pointer einen Einser-Tag verwenden. Das heißt, Sie müssen dafür sorgen, dass alle Ihre Pointer auf Objekte immer um 1 zu weit zeigen. Und Sie müssen nachher beim Zugriff wieder 1 abziehen. Das können Sie in C aber relativ leicht machen mit einem Makro. Wenn Sie in C normalerweise sagen, struct s-Pfeil Feld 1, machen Sie sich ein Makro. Das heißt, das castet das s auf einen Character Pointer, also sagt Character Pointer von s, Character Pointer von s, subtrahiert 1, wieder weg. Und sagt dann, jetzt muss man es wieder zurückhasten auf irgendeinen Objektpointer, also O-Pointer von dem Ganzen. Und dann kann man da dran Pfeil F1. Das sieht auf der C-Ebene höchst kompliziert aus. Aber wenn Sie sich die Maschineninstruktion angucken, die hinterher generiert wird, ist es genau das Gleiche. Weil für diese Instruktion nimmt er normalerweise sowas wie Move, Offset von einem Register R, in, was weiß ich, das wäre jetzt ein Fetch, also in ein Register 2. Also angenommen das R1, das Register wäre das S und der Offset wäre der Feld-Offset für dieses Feld in der Struktur, dann würde er hier so einen Befehl machen. Und nehmen wir mal an, das wäre das zweite Feld, also das zweite Feld hätte er dann Offset 8, dann würde er hier sagen Move 8 von Ding. Und wenn man das jetzt hier guckt, was macht er da? Da sagt er, er castet den Character Pointer S, subtrahiert 1 und macht dann einen Pointer. Das kann er aber durch Constant Folding, kann das der Compiler schon rauskriegen und würde dann daraus machen Move 7 von R1 nach R2. Das heißt, maschineninstruktionsmäßig ist es genau das Gleiche und er subtrahiert hier die 1 wieder raus, die wir quasi hier zu viel drauf haben. Das heißt, Sie können so eine sehr effiziente Darstellung machen mit Tag. Das Problem, das Sie hier haben, ist nur, deswegen mache ich es nicht,
das Debugging wird die Hölle, weil der GDB und die ganzen Debugger, die wissen natürlich nichts davon, von ihren Dingern. Und wenn sie dann die Objekte angucken wollen im Debugger, dann müssen sie immer dieses über irgendwelche Getters und Zugriffs und wieder minus 1 machen und solche Geschichten. Oder sie schreiben sich dann Printroutinen. Eine andere Alternative ist, sie machen das optional mit irgendeinem IFDEF in C, diese Optimierung, und sie testen erstmal alles durch mit 0,1 vertauscht. Und dann, wenn alles durchgetestet ist, sie müssen natürlich nochmal testen, weil da können wieder neue Fehler entstehen, aber sowas. Also das ist der Nachteil davon, aber das ist so der, diese Lisp-Maschinen in den 70er, 80er Jahren, die haben das alle verwendet. Und Smalltalk macht es dann natürlich so, wenn ich jetzt tatsächlich eine 32-Bit-Value brauche, dann nimmt er eine andere Darstellung, er sagt dann muss ich eine Large Integer nehmen, also eine Big Num, und die wird dann als normales Objekt repräsentiert. Tatsächlich hat man aber mehr als nur ein Bit. Wenn Sie sich nämlich überlegen, dass jedes Objekt einen Header hat, dann ist es sogar so, dass die nicht bloß 4 Byte aligniert sind, sondern sogar 8 Byte aligniert. Dann haben Sie 3 Bits unten frei, wo Sie irgendwelche Informationen reintun könnten. Zum Beispiel können Sie sich sagen, ach, alle meine Konse, denen gebe ich 1, alle meinen Symbols gebe ich 2 und alle meinen Integers gebe ich 3. Und dann brauchen Sie nämlich gar keine Structs mehr, sondern dann wissen Sie schon am Pointer, ob das auf ein Konst zeigt oder auf ein anderes. Sie müssen halt bloß immer das Entsprechende wieder abziehen, wenn Sie dann auf die Objekte hinzugreifen. Also für C-Programmierer haben da natürlich unheimlich viele Möglichkeiten zum Optimieren, dass die Java-Leute, oder je höher sie gehen, desto mehr fällt davon weg. Und Sie müssen dann hoffen, dass das System für Sie die Objekte schon optimal darstellt. Also, und deswegen wird es zum Beispiel schwierig, einen superschnellen Scheme-Interpreter in einer höheren Programmiersprache zu schreiben, wenn der nicht kompiliert wieder. Also Sie können natürlich das System nehmen, um das zu bootstrappen. Also zum Beispiel können Sie sagen, ich mache mir jetzt ein Scheme in Smalltalk, das ist aber sehr langsam, weil ich diese ganzen Optimierungen nicht machen kann. Aber ich implementiere in diesem Scheme oder in diesem Smalltalk dann einen Compiler, der nach Maschinencode geht und der dann intern vielleicht diese Optimierungen dann doch wieder alle hat. Und dann können Sie auch eine langsame Umgebung eigentlich zum Bootstrappen nehmen für eine hocheffiziente Geschichte, und das machen manche. Also es gibt dann doch wieder gute Interpreter in höheren Programmiersprachen. Aber so direkt gibt es dann immer eine Grenze, über die kommen sie nicht raus, wegen solchen Dingen. Kleiner Exkurs, gehen wir wieder zurück. Wo waren wir stehen geblieben? Was ist Boxing und Unboxing? Im Prinzip geht es da um diese Geschichte. Wir werden aber nochmal im Detail darauf zurückkommen, wie man Objekte repräsentiert, nachher in der VM, wenn man die nächste Ebene runtergehen. Wir sind ja jetzt noch relativ weit oben und wir gehen dann später runter auf C und später vielleicht sogar dann noch auf Assembler, und dann kommen wir mal auf diese Geschichten. So, kurzer Exkurs. Ich hoffe auch, die Hörer in der Schweiz und Österreich sind noch da. So, das habe ich jetzt wieder weggemacht hier mit dem Print, aber Sie haben recht, man könnte das natürlich hier auf dieser Ebene auch so machen. Ich müsste theoretisch, wenn Sie in C sind, müssen Sie noch weitergehen. Da müssen Sie für jedes Einzelne gucken, ist das eine Float oder eine Integer. Eigentlich müssen wir die Argumente sogar, Entschuldigung, wir müssen sogar durch alle, eigentlich müssen wir durch alle durchgehen. Ich schreibe es mal so hin, wie man es in C machen müsste. Man würde sagen, Summe ist 0. Und dann sagen wir, evaluated arx do each. Und jetzt käme eine Fallunterscheidung. Jetzt müssen Sie sich nämlich überlegen, was, weil wir hier ja dynamisch, höchst dynamisch getypt sind. Und da kann jetzt an der Stelle alles kommen. Der böse Mann kann uns ja auch nicht Integers geben. Der könnte uns ja auch irgendwelche, was weiß ich was, geben. True und false und nil speziell und solche Geschichten. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich sagen, each is scheme integer if true. Dann addieren wir es drauf, und if false, dann sagen wir hier self-error, wobei wir uns auch nochmal überlegen müssen, wie wir später die Errors dann auf der Scheme-Ebene nach oben reichen. Self, ich nenne es mal erstmal Scheme-Error, non-integer arg to built-in plus als Beispiel. Wir können ja mal schauen, was unsere Referenzmaschine dazu sagt, wenn ich dem was gebe. Wenn ich sage plus 1, 2 und dann gebe ich ihm, was weiß ich, ein Nil. Nil ist das hier. Dann sagt er hier auch Contract Violation Expected Number given leere Liste. Oder ich sage plus 1, true 4, sagt er auch Contract Violation Expected Number given
True an Position 2. Also das heißt, eine vernünftige Fehlermeldung ist vielleicht auch für Sie dann sinnvoll auszugeben. Wir machen das jetzt hier auch so. Okay, wenn es eine Integer ist, dann sagen wir Summe, Doppelpunkt, gleich Summe plus each value. Und wie gesagt, am Schluss sagen wir hier genau das, dass wir hier sagen Value Sum, da boxen wir es wieder. Das wäre das Unboxing hier oben und das wäre das Boxing am Schluss wieder. Und wenn Sie es mit den Tags machen, dann prüfen Sie hier, ist Scheme Integer, wäre dann ein Makro, das nur guckt, ob das Bit gesetzt ist. Der braucht dann nicht indirekt ins Memory gehen, sondern er kann es direkt am Pointer, ist natürlich viel, viel günstiger. Ist immer noch ein bedingter Branch, aber es ist günstiger, als wenn ich da reingucken muss. Und wenn Sie jetzt mehrere, was die normalen Schemes tun, dass die hier auch noch Floats und was weiß ich, also zum Beispiel müsste man hier sagen, wenn es ein Scheme Float ist, dann würde ich sagen, ich mache jetzt mit Floats weiter, dann ist Scheme Float, dann sage ich Summe, Doppelpunkt Summe, as Float vielleicht, und dann kriege ich am Schluss ein Scheme Float, if false. Und Sie können sich jetzt alle überlegen, oder auch, man sieht es ja auch schon, das kann recht komplex werden hier, diese Mixed-Mode-Arithmetik. Speziell, wenn Sie nachher Big-Nums haben, in Scheme gibt es noch rational, also Brüche, komplexe Zahlen und so weiter, dann kann diese Arithmetik-Geschichte relativ komplex werden. Und man kann da auch viel optimieren noch. Wir kommen auch nochmal darauf zurück. Wir haben ja jetzt hier keine Typinformationen. Java macht sich's leicht, weil in Java gibt es eine Operation, die heißt nicht Build-in-Plus, sondern die heißt Build-in-Integer-Plus. Und der Compiler erzeugt diese Instruktion und stellt sicher, dass Sie vorher ins da reingeben, indem er statisch zur Compilezeit letztendlich festlegt, dass Sie gar nicht anders können, als da nur Integers reingeben. Das ist das statische Typing. Und das kommt ihm hier zugute, weil dann weiß er, das sind Integers, dann braucht er es hier nicht mehr prüfen zur Laufzeit. Ja. Können Sie natürlich auch machen, Sie können hier eine Build-in-Int-Plus machen und dann definieren Sie oben ein Typsystem dazu. Das heißt, Ihre Argumente kriegen alle Typinformationen. Und dann stellen Sie sicher, dass die passen und dass die Operation dazu gibt. Und dann generieren Sie eine Build-in-Integer-Plus. Und dann sparen Sie sich das hier an der Stelle im Interpreter. Und später werde ich beim Kompilieren auch nochmal. Okay. So. Self-Scheme-Error gibt es noch nicht. Das heißt, wenn wir das dann mal aufrufen, dann kriegen wir einen doppelten Error. Aber wir kriegen auf jeden Fall einen Error. Wow. Unser Test ging durch, wir haben evaluiert, wir haben eine Addition gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange wir heute noch können. Wir sind, glaube ich, schon bald am Ende der Zeit. Sie wird wieder so enden wie das letzte Mal, dass wir eigentlich am nächsten Tag bis zum Lambda kommen. Lassen wir uns noch das Minus mal machen, beziehungsweise eine Addition mit einem Symbol. Also mit einer Variable, weil a haben wir ja drin. A plus 1 muss ja dann 11 ergeben. Das testen wir auch gleich, das müsste schon laufen, tut's. Und jetzt machen wir gleich noch, das Rekursive geht auch schon, wir können auch schon sagen, plus A1 und dann tun wir minus B2. Was kommt da raus? B ist 20, also 11 plus 18. Schauen wir mal. Das tut. Das tut nicht. Warum tut es nicht? Das habe ich jetzt falsch gemacht. Ach so, das ist Fn. Da habe ich jetzt mal einen Fehler gemacht halt. Haben wir noch kein Minus? Ich dachte, ich hätte Minus auch schon gemacht. Minus A1 muss 9 rauskommen. Schauen wir mal, was da kommt. Ah, tatsächlich, okay. Ich frage mich bloß, was der da mit der Fn hat. Warum kommt da eine 0? Ich fürchte, dass unser Reader wieder ein Problem hat. Ja, ich weiß schon. Ah, da sehen Sie wieder Test Cases. Wir waren nicht vollständig. Bei unserem Read-Simple-Atom haben wir nämlich nicht probiert, auch einfach mal ein Minus zu lesen. Weil ich kann mich erinnern, wir testen, ob das mit Minus anfängt und ob der Rest Digits sind. Wenn es aber keinen Rest gibt, da muss nämlich eigentlich ein Symbol rauskommen. IsSchemeSymbol. Und die Characters müssen das sein. Jetzt können wir den Testcase erweitern, weil das haben wir vorher vergessen. Und siehe da, das hat nicht funktioniert. Also gehen wir gleich zurück zum Reader und fixen den sofort. Reading. Und Sie sehen, manchmal muss man ganz weit wieder zurückgehen. Deswegen sind die Testcases so gut. Das ist der Code.
Da gucke ich nämlich, ob das erste Charakter ein Minus ist und der Rest ist digit-konform, ist aber kein Rest. Also müsste ich vielleicht noch sagen, Kers size größer 1 and, so jetzt wird es zu viel für eine Zeile, ist digit und da muss noch mal eine Klammer zu dann. Das ist natürlich manchmal ein bisschen hässlich, aber ups, halt, das war die falsche Taste. Kommen wir mal mit der Alt und mit der Command durcheinander hier. Auch wieder falsch. Die da. Okay. So, jetzt müsste der Testcase wieder tun. Wo waren wir? Da. Ne, Tests. Der rote wird grün. Und jetzt müsste eigentlich der da hinten auch voll funktionieren. Jawohl, jetzt sind wir nämlich durchgekommen. Jetzt haben wir, fn ist jetzt schon eine Build-in-Function, aber die Operation haben wir noch nicht implementiert. Das war's genau. Und da machen wir jetzt einfach Copy-Paste. Die Funktion könnte jetzt ewig groß werden, wenn wir hier weiter mit Copy-Paste machen. Ich werde die also vielleicht irgendwann mal refaktorieren, dass wir da 2, 3 draus haben. Weil, aber Sie sehen, im Prinzip ist das ein Switch, was wir hier machen. Und wir könnten natürlich einen Schritt weiter gehen. Also ich könnte jetzt, eigentlich in Smalltalk würde man das nie so machen, weil die Operation sollte kein Namen sein, sondern ich könnte natürlich in Smalltalk dieses Lambda schon unter der Operation ablegen und gleich direkt aufrufen. Oder in Java würden Sie vielleicht eine Methode, haben Sie nicht, Methodennamen haben Sie auch nicht. Vielleicht haben Sie Build-in-Objekte, die dann, saublöd, Sie müssen dann eine Build-in-Operation plus als Subklasse von Build-in-Operation, Build-in-Operation minus, damit Sie das nutzen können. Das ist ein bisschen lästig. Sie haben dann 50 Klassen, die alle das Interface Build-in implementieren. Oder in C könnten Sie einen Function-Pointer da reinlegen und dann dorthin springen. Und dann wäre da die Plus- oder Minus-Routine. Und damit sparen Sie sich hier den Switch und es wird natürlich viel einfacher. Vor allem kann man später dynamisch leichter was dazu bringen als hier. Aber ich mache es jetzt mal vorläufig so, nur damit der Vollständigkeit halber noch, machen wir Schluss für heute. Das wäre jetzt non-build-in minus. Okay. Fortfahren. Was wir auch noch machen müssten hier, das mache ich jetzt nicht auf die Schnelle, ist zu überlegen, wie soll das Ding, weil das hat ja eine variable Anzahl Argumente, wie soll das Ding reagieren, wenn ich zum Beispiel nur plus eingebe. Da gibt es Standards, also Scheme hat es definiert, da muss 0 rauskommen. Bei Minus muss auch 0 rauskommen. Ne, da geht es nicht, sorry. Aber bei Minus, wenn ich ein Arg habe, dann verhält er sich wie eine Negation. Und bei Plus, wenn ich nur ein Argument habe, dann liefert er das natürlich zurück. Also das müsste man hier an der Stelle abfangen, weil da brauchen wir hier eine Spezialbehandlung. Wo war mein letzter Change? Das war hier. Da brauchen wir hier eine Spezialbehandlung, bei, falls da nichts kommt, weil es könnte sogar schon klappen. Doch. Das subtrahiert von 0, das funktioniert ja sogar schon. Probieren wir es gleich aus. Brauche ich gar nichts Besonderes. Und zwar hier unten im Read. Und da sagen wir, wir evaluieren mal plus alleine, ohne Argument. Und da muss eine 0 rauskommen. Das tut schon als Seiteneffekt, obwohl ich mich gar nicht so richtig drum kümmert habe. Aber wahrscheinlich ist es genau deswegen so definiert. Und da müsste jetzt eine 11 rauskommen und bei Minus genauso. Wenn ich nichts angebe, na dann gibt es einen Error. Wenn ich Minus A angebe, dann kommt, muss da rauskommen Minus 10. Schauen wir mal, ob das schon tut. Result Value plus A1. Da muss 10 natürlich rauskommen. Quatsch. War der Test falsch? Neu. Und da stimmt was nicht. Der fängt ja mit 0 an. Stopp. Das war blöd. Der fängt gleich mit dem ersten an zu subtrahieren. Also eigentlich muss er genau, den habe ich falsch programmiert. Der darf hier nicht mit 0 anfangen und dann alle abziehen, sondern er muss mit dem ersten anfangen. Das heißt, er muss eigentlich hier sagen, diff. Und muss hier sagen, diff ist evaluated args first, das erste. Und Smalltalk, und dann können wir hier sagen, wir from 2, wir fangen bei 2 an mit der Doula-Schleife und nehmen nicht gleich den ersten. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren.
Summe halt, hier ist das nochmal die Differenz. Und jetzt müssten alle durchgehen. Small Scheme Integer, das not understand minus. Achso, diff ist natürlich dann wieder hier Value, weil vom ersten brauche ich, muss ich ja schon den Value mit Value anfangen. Auch richtig. Und nochmal von vorne. Result Value muss jetzt, was? Moment, das mache ich nochmal von vorne. Vielleicht war das noch falsch in meinem Ding. Nee, stimmt nicht. Minus A, okay, nochmal Breakpoint. Build in Minus. Ah, Breakpoint drauf. Hallo? Ach so, das ist ja der Minus A, genau. Da geht es ja los, genau. Also hier brauche ich doch eine Fallunterscheidung bei Minus, weil wenn ich nur ein Argument habe, muss ich sagen 0 Minus. Wenn ich aber mehrere Argumente habe, muss ich die restlichen vom ersten abziehen. Das heißt, ich muss eigentlich hier sagen, evaluated args size gleich 1, if true, was hier der Fall ist. Schauen wir mal, ob das auch wirklich der Fall ist. Ja. Nein, evaluated args, was habe ich denn da? So, abbrechen. So, wenn es nur 1 ist, dann liefere ich zurück Return Scheme Integer. Ja. Falsch, zurück. Undo. Return Scheme Integer New Value Diff Negated. Negiert. Ja, und ansonsten nehme ich das erste her, das ist nämlich positiv noch, und subtrahiere die anderen ab von dem. Ja. Abbrechen. So, jetzt aber. Dann können wir ins Wochenende gehen. Mit grünem Licht sollen wir ins Wochenende gehen. Und dann nichts mehr ändern. Also bis nächste Woche. Ja, Hausaufgaben wie üblich. Ein bisschen mit rumspielen, vielleicht versuchen in ihrer eigenen Lieblingssprache. Reader, Printer. Bis dann. Tschüss.